bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Nicht zu fassen. Verflixt nochmal. Wer mag das denn sein zu so später Stunde? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, doch immer mit der Ruhe. Ja, ja, ja. Wer ist da? Seid ihr Catillus, der Zauberer? Das war ich einmal, aber jetzt bin ich schon seit Jahren im Ruhestand. Bitte geht weiter. Er ist es. Was hat das alles zu bedeuten? Ich werde euch lehren, in das Haus eines Zauberers einzudringen. Oh, du wirst niemanden etwas lehren, alter Mann. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, bevor wir dich ein paar Dinge lehren. Was? Was? Was wollt ihr denn? Das Kostbarste, das du hast, alter Mann. Mondspiegel. Nein, den Mondspiegel darf ich nur benutzen. Er ist zu gefährlich für Unwissende. Wenn man nur einen Fehler macht, dann... Dein Geschwätz langweilt mich, Zauberer. Schnapp dir den Spiegel, Grizzler. Jetzt, wo wir den Mondspiegel haben, werden wir dich wieder verlassen. Die Hordes wissen deine Großzügigkeit und dein Pflichtbewusstsein als Bürger zu schätzen. Oh nein! Die Hordes haben den Spiegel. Das ist gefährlich, eine Katastrophe. Was für teuflische Dinge können die damit vorhaben? Hast du den Mondspiegel, Shadow? Ja, ich habe ihn, Hordak. Exzellent. Das wird langsam ein Tag nach meinem Geschmack. Das Denkmal für meine bescheidene Genialität ist fast fertig. Hordes Prime konnte uns nichts anhaben, nicht wahr? Und jetzt habe ich das perfekte Mittel, um Edora zu uns zurückzuholen. Ja, es ist lange her, Shadow Weaver, dass Force Captain Edora unsere Reihen verlassen hat. Das war schlimm. Aber als sie sich den verräterischen Rebellen angeschlossen hat, wurde das eine unverzeihliche Tat. Wir müssen an ihr ein Exempel statuieren. Wir werden sie mit Hilfe des Mondspiegels zurückholen. Ja. Aber der Spiegel ist nur eine Brücke zwischen den Universen. Er wird nicht bis in die Whispering Woods und bis zur Rebellenbasis reichen. Dessen bin ich mir schon bewusst, aber er wird uns einen wundervollen Köder beschaffen, Ubiya. Edoras Bruder, Prinz Adam von Eternia. Wenn wir ihn in unserer Gewalt haben, werden wir Edora zwingen, sich uns zu stellen. Wann können wir den Spiegel aktivieren? Schon bald. Wenn die Monde in einer Linie stehen, kann der Spiegel benutzt werden. Aber das geschieht nur einmal im Jahr. Was ist denn, wenn du ihn benutzt und die Monde nicht in einer Linie stehen sollten? Oh, dann gerät der Spiegel außer Kontrolle. Er könnte zwischen allen Universen eine Brücke bilden. Das Risiko dürfen wir nicht eingehen. Sind die Monde nicht wunderschön heute Abend, Adam? Sie erinnern mich an zwei Spiegeleier.
Ich wünschte, du würdest nicht fortwährend an deinen Magen denken, Adam. Schau nur, ihre Bahnen kreuzen sich. Das geschieht nur einmal im Jahr. Adam? Adam! Er hat sich wohl mal wieder in die Küche geschlichen. Na, warte, wenn ich den erwische, kann er was erleben. Willkommen, Prinz von Eternia. Wachen, ergreift ihn! Mir scheint, ich bin auf der falschen Party. Entschuldigt, aber wir erlauben unseren Gästen nicht, ihre Waffen zu behalten. Schafft ihn in den Kerker! Und schickt eine Botschaft an Adora, dass ihr Bruder so lange unser Gefangener sein wird, bis sie sich stellt, damit wir sie bestrafen können. Ja, mein Freund, so schnell ist man ein Gefangener der Hordes. Ich hoffe nur, dass Madame Reyes und die anderen bald mit den Lebensmitteln zurückkommen. Das Essen wird langsam knapp. Das wird nicht so einfach sein. Die Hordes haben alle Dörfer nach Süden abgeriegelt. Vielleicht sollten wir ihnen zur Hilfe eilen. Oh, das sieht nach Ärger aus. Das ist ein Spybett der Hordes. Überlass das mir. Das bringt sicher Spaß. Die Hordes packen immer Bomben in ihre Spybets. Haltet euch die Ohren zu. Er ist nicht explodiert. Das ist sehr seltsam. Vielleicht war er defekt. Bo, komm zurück. Es könnte gefährlich werden. Nein, er scheint harmlos zu sein. Hey, was ist das? Sieht wie ein Nachrichtenwürfel aus. Nanu! Bo, was ist denn? Ich habe euch gesagt, sie fliegen in die Luft. Was hatte der Spybet denn hier verloren? Vielleicht sollte er eine Nachricht überbringen. Ja, da steht an die verräterische, geächtete Rebellen Adora.